Hallo, willkommen bei den Nachrichten des Tages von Mika Winter. Und die Nachrichten, die Ministerpräsidentin von Saarland, die Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, will Deutschland, EU und weltweit ein Sexverbot. Und ich sollte das mal näher, Moment. Liebe Leute, bis zur Nachricht des Tages. Heute geht es um die Kramp-Karrenbauer. Und das ist die hier. Ich zeige das mal näher. Da kennt man die auch. Und erläutere ich mal dann. Hallo, liebe Leute, hallo, liebe CDU-Mitglieder. Die Kramp-Karrenbauer, die ist Ministerpräsidentin der CDU im Saarland. Und ist Ministerpräsidentin und die war vor so 3-4 Minuten haben wir im Fernsehen, als es da über ein Prostitutionsverbot geht in Deutschland. Und die ist voll dafür, wie in ich glaube, in Norwegen oder in Schweden und in Frankreich ist ja schon Sexverbot. Und die will das auch. Und nicht mehr die Frauen wollen das. Die, 80% der Frauen, die da arbeiten, wollen da arbeiten. Und jeden Tag geht 1 Million Männer zu Prostituierten und die wollen das auch alle. Und sie will alles verbieten. Sie ist halt eine Frau und hat keinen Sex mehr. Und ich habe vorhin auf Facebook habe ich was gesehen und da habe ich da weitergeklickt und da kam diese Zeitung hier von Zeit Online, Strafanzeige gegen Kramp-Karrenbauer, da hat sich gegen schwule Lesben beschwert. Und die Werbung daneben, hier sieht man Jim Beam. Wahrscheinlich ist die, das bezieht sich immer meistens auf die Leute, die man da anklickt. Wahrscheinlich sieht sie aus wie Käsmann und wie ist der Käsmann ist in 7 Pummel da über rote Ampel gefahren. Wahrscheinlich hat sie auch ein kleines Problem. Ich nehme das nur an, ich habe das mal gehört. Wenn man bestimmte Politiker und Künstler anklickt, der guckt immer daneben die Werbung, was sie so konsumieren. Und meine Bitte ist es, an die CDU-Mitglieder vom Saarland, aus dem Kreis, wo die gewählt ist, die nicht wieder zu wählen, weil die will euch den Spaß verderben und den Sex verbieten, generell. Und deswegen würde ich euch vorschlagen, die nicht mehr zu wählen. Wenn ihr jetzt wieder zur Wahl ansteht, bei euch im Kreis oder im Land, dann werden ja so heimliche Stimmen gehört. Wahrscheinlich hat sie jetzt mal 90% gekriegt. Und wenn jetzt 50% der Männer gegen die stimmen, dann hat sie nur noch 30% und dann wird sie wahrscheinlich nicht noch weiter Ministerpräsidentin. Und ich bitte euch auch, sie als Abgeordnete auch abzuwählen, weil die ist generell für jeden Sexverbot. Die hat wohl nur Sex mit der Flasche da, mit dem Jim Beam, aber nicht mit Männern. Und die will das generell verbieten. Und selbst die, bei den Römern gab es schon Sex, gab es schon immer. Und bei den Römern war es noch besser, da konnte sich das jeder leisten. Wie heute eine Currywurst oder ein Essen, so gab es bei den Römern Sex so wenig. Und heute ist das schon teuer, irgendwie rund so 50 Euro, sonst 30 Euro angenommen, das geht noch. Und die will das generell verbieten. Und deswegen bitte ich euch von der CDU, dass ihr euer Parteimitvorsitzender nicht wieder wählt, weil die so heimliche Gesetze verabschließen will und den Sex verbieten will. Was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, das war alles. Ja, das war's eigentlich. Auf jeden Fall nicht wieder wählen. Und was kann man noch sagen? Auf der Internetseite habe ich gerade gegoogelt und da waren dann die ersten 3 Seiten nur Anzeigen in die, weil die auch was gegen Schwule und Lesben hat. Und da hat sie schon Strafanzeigen gekriegt, weil sie die beleidigt hat. Und das mit dem Whisky ist nur eine Vermutung, weil das ich wäre gar nicht drauf gekommen, wenn ich da nicht das von Bild angeklickt hätte von Zeit Online oder von der Zeitung und daneben ist die Werbung und dann ist es doch stark anzunehmen, dass sie da ein kleines Problem hat da mit Alkohol. Sie hat kein Problem mit Alkohol, sondern wahrscheinlich ohne.
Okay. Nochmal. Dann kannst du gleich Stellung nehmen, dass ich es rausnehme. Wenn sie sich da öffentlich zu bekennt, dass sie das nicht mehr will, dann kann ich das vielleicht gleich rausnehmen. Hier ist meine Adresse, Frau Karrenbauer. Dann können Sie mich anschreiben. War nichts Beleidigendes dabei, das ist, habe ich in der Sendung gesehen. Da waren sie mit einer Schwarzer und noch ein paar da und einem Polizisten. Und da ging es um den Sexverbot in Deutschland, Prostitutionsgesetz, was jetzt vor kurzem eingeführt wurde. Und da wurde gesagt, dass sie das generell wollen, dass Sex verboten wird, wie in Frankreich oder in Norwegen. Okay, Zuckerkau wieder abonniert.